Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 17, beziehungsweise FIFA 18, sorry, auf meinem Kanal Matze. Und ich habe den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Es geht einfach nicht. Weltklasse geht nicht. Geht überhaupt nicht. Wenn es so weitergeht, dann lande ich am Ende auf dem Abstiegsplatz, so ungefähr. Mittelfeld der Liga würde ich wahrscheinlich landen. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Bringt nichts. Auf Profi werde ich wahrscheinlich nur noch gewinnen wieder. Aber hilft einfach nichts. Weltklasse ist dann doch ein bisschen zu stark für mich. Es hilft nichts. Ja, was soll ich sagen? Bringt einfach nichts. Ich krieg da auf Weltklasse nicht genug geschissen. Und es reicht auch. An einem gewissen Punkt reicht es. Und dementsprechend habe ich mich jetzt dafür entschieden. Weltklasse ist was für andere Leute, nicht für mich. Ich krieg's nicht hin. Bin da einfach nicht gut genug, meinetwegen. Und so ist das Leben. So ist das Leben. Wahrscheinlich mit viel, viel mehr Übung und sehr, sehr viel Zeit würde ich es hinkriegen. Ich habe ja auch so einige Spiele gegen Weltklasse gewonnen. Aber nicht genug. Das ist nicht realistisch, wenn Bayern auf einmal im Mittelfeld der Bundesliga ist. Und somit spiele ich jetzt auf Profi. Gehen wir zurück auf Profi. Back to the Roots. Das ist meine Standardeinstellung. Die spiele ich jetzt einfach wieder. Ich finde es zwar selber blöd, ich hab echt gehofft, dass ich FIFA 18 auf Weltklasse spielen kann. Ey, hier immer wieder ruckelt diese Scheiße, ne? Jedes Mal ruckelt das. Die PlayStation kommt damit nicht klar. Immer, wenn diese Minispiele kommen, ruckelt das einmal so hart. Das ist unglaublich. Unglaublich. Naja, egal. So, jetzt gegen Profi. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Das dürfte ganz anders aussehen. Okay, Ball ist schon mal weg, so wie immer. Ja, so eine Fehlpässe gab es bei Weltklasse nicht. Schon mal ein gutes Zeichen. Naja, mal gucken. Ich werde mich hier jetzt wahrscheinlich auch nicht mit Ruhm bekleckern. Ich werde jetzt hier vielleicht 3-0 oder sowas gewinnen können. Also es wird jetzt auch... Ich meine, Profi ist auch nicht so schlecht. Deswegen, werde die jetzt hier auch nicht zerstören oder so. Und ich finde, dafür hätte man schon Elfmeter geben können. Einfach so Körper reinstellen ist laut meines Wissens nicht okay im Fußball. Also einfach so sich da hinstellen. Und den anderen auflaufen lassen. Aber egal. So. Komm mal her hier. Ja, wollen wir mal angreifen hier. Und da haben wir das erste Tor. 1-0. So, nach dem dritten Schuss ist er dann auch endlich mal drin. Zweimal Tolisso. Hier, geblockt. Da der Keeper. Und jetzt Lewandowski. So, 1-0. Bin echt gespannt, wie ich mich jetzt hier gegen Profi schlage. Also es wirkt jetzt nicht so viel einfacher bisher. Aber ich denke, das Tor eben wäre so nicht gefallen gegen Weltklasse. Weil alleine, wie sie Tolisso da haben durchlaufen lassen, war viel zu einfach. Na, komm. Oh. Und den hätten sie reingemacht. Auf Weltklasse. Wäre es schon wieder 1-1. Weil auf Weltklasse nutzen sie fast jede Chance. Eieiei. Schön von Boateng.
Schade. Oh, wenn der Ball auf außen gekommen wäre, ne? Boah, fast das 2-0. Boah, was schöner ist es, dass ich hier auch vor allem den Ball viel, viel mehr habe. Okay, das war zu einfach. Da habe ich mir das zu leicht gemacht. Das geht halt auch hier nicht. Ist immer noch Schwierigkeitsgrad Profi, ne? Ist auch nicht so. So einfach ist das nun auch wieder nicht. So, das war ein Foul von denen. Oh, schlechter Schuss von Lewandowski. War der abgefälscht? Ja. Flach. Was war das denn für eine flache Flanke, oder was? Elfmeter? Wofür das denn? Hä, nee. Hä? Freistoß. Okay. Aha. Habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, schön jetzt ausgeballert. Boah, Alter. Das war auch richtig kacke gerade. Dieses Tollpatschige immer. Das hat mir auch immer... Oder dieses Leichtfertige. Das hat mir auch immer die Siege bei... gegen Weltklasse gekostet. Ja, das war abseits. Zu spät. Der Ball kam viel zu spät. Leider kam der Ball viel zu spät. Ja, Leute. Erstes Spiel, erste Halbzeit. Hier auf Profi. Läuft schon deutlich besser. Also von den Chancen her arbeite ich mich hier schon viel, viel mehr raus. Aber weltbewegend war das jetzt auch nicht. Egal. Naja, ich bin gerade erst auf FIFA 18 umgestiegen und will dann direkt auf Weltklasse. Das war vielleicht ein Fehler. Vielleicht ist es auch einfach besser, jetzt erstmal ein bisschen hier auf Profi mich einzugewöhnen, einzuflowen und dann passt das vielleicht schon besser, wenn ich dann irgendwann auf Weltklasse gehe. Guck mal, sowas würde niemals gehen gegen Weltklasse. So ein einfacher Angriff. Richtig easy. Zack, drin ist das Ding. Und 2-0. Wieder Lewandowski. Na, komm her. Ecke. Nervig. Unglücklich, dass es da eine Ecke gibt. So, aber jetzt gibt es wieder Einwurf für uns. Das war blöd eigentlich, dass ich da hingeworfen habe. Gehen wir mal rüber. Da drüben ist kein Platz. Gerade so weggefaustet. Gerade so weggefaustet. Und weiter geht's. Komm schon. Ja, er versucht's auch mal, immerhin. So, Alaba. Und da haben wir das 3-0. Es ist wieder Lewandowski. Das ist natürlich... der ist natürlich Man of the Match auf jeden Fall. Guck mal, wie einfach das war. Den Verteidiger da auszutanzen. Sehr schön, sehr schön.
Und weiter geht's. Na los. Nächster Angriff. Der nächste Angriff rollt. Schade. Dachte, ich kann da mal einen hinschlagen. Boah, viel schöner auch hier den Ball abzunehmen. Hier kann man einfach mal den Ball abnehmen. Gegen Weltklasse geht das gar nicht. Okay, der Schuss war nicht so gut. Aber das war der nächste gute oder die nächste gute Gelegenheit. Nur der Schuss war nicht gut. Hä? Für uns, okay. Wollte gerade sagen, ey. Schade. Das war wieder. Manchmal macht man sich einfach zu einfach. So, wenn man denkt, man kommt hier mit so einer einfachen Scheiße durch, einfach mal ein bisschen lang dribbeln, ist nicht. Ganz selten, dass das klappt. Deswegen sollte man es gar nicht probieren. Weil. Und. Boah, fast das erste Gegentor gegen Profi. No. Kriegen wir noch eins hin? Alter, was die hier alles durchgehen lassen von Lewandowski. Der ist schon fast wieder durchgekommen. Oh. Eigentlich habe ich direkt zu Robben gepasst. Keine Ahnung, warum der Ball direkt weg war. Schade. Oh, ich hätte so gerne 4-0 gewonnen. Naja, Leute. Auf jeden Fall auf Profi läuft besser. Muss ich sagen. Ja, ich spiele mich jetzt erstmal auf Profi ein. Es bringt ja nichts, die ganze Zeit jetzt auf Weltklasse zu verkacken. Ich muss hier einfach gewisse Automatismen und so mit reinbringen und ein bisschen mich verbessern. Und dann passt das auch schon eher. Aber mich stört auch, dass das mit den Transfers einfach nichts wird hier, ey. Und ich kriege immer noch Transferangebote dabei. Ganz komisch, ey. Angebot annehmen. Zack. Drei Angebote jetzt schon für den angenommen und nie wird's was, weißt du? Ich weiß nicht, vielleicht verlangt er zu viel Gehalt. Ey, Trainer, auch wenn ich am liebsten immer spielen würde, wäre eine Pause jetzt angebracht. Ich fühle mich momentan sehr müde. Okay. Ja, dann gönnen wir ihm mal eine Pause. Und ja, Leute, das war's erstmal mit diesem Video, mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr FIFA 18 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.